Wir werden das so machen, wir nehmen jetzt den Satelliten auf diesen Transmuna Injection Burn noch mit. Und sobald wir das haben. Klinken wir den Satelliten aus, dann kann der sich nämlich da seinen Polarorbit schnappen, den er braucht. So, ich glaube. Ja, das reicht uns. So, den Rest können wir dann korrigieren. Und dann kann der als Mid-Course-Correction quasi schon mal in den Polarorbit einschwenken. So, wir haben noch 840 Delta V dafür zu brennen. Das ist auf der jetzigen Stufe, sind noch 936 Delta V drauf. Dann haben wir die letzte Stufe hier für alle möglichen Korrekturen, die wir noch so machen wollen. Sieht also gut aus, auch vom Treibstoff her. So. Jetzt zeitraffern wir uns da einfach mal ran. So, ich glaube, das reicht. Ab in den Prograde. Da gibt es jetzt natürlich nicht so viel Strom. So, ja, die Antenne werde ich natürlich ausklappen, bevor ich den Satelliten abkoppel. Und, nö, Colonization kommt gar nicht immer sonntagabends. Ich mache meistens tatsächlich im Discord eine Abstimmung. Ich habe es diesmal nur so gemacht, weil die Colonization-Folgen noch veröffentlicht worden sind. Die letzte ist, glaube ich, am Samstag. Ich glaube, Samstag erst online gegangen. Und das wäre natürlich doof gewesen für alle, die sich die Wiederholung angeguckt haben, wenn sie dann nicht gewusst hätten, was eigentlich Phase ist, weil sie sich die Wiederholung auf YouTube angucken. Und deshalb habe ich es diesmal auf Sonntag gezogen. Und außerdem hatte ich am Wochenende halt einfach Familienbesuch, deshalb war das mit den Timings alles insgesamt ein bisschen schwierig. Und auch in den nächsten Wochenenden werde ich euch ein wenig verwirren mit meiner Livestream-Zeitplanung. Weil ich nächstes Wochenende am Samstag ja in Berlin bin. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich Freitag, Sonntag machen. Das ist nicht ganz so abgefahren, aber nur, dass ihr es schon mal wisst. Und das Wochenende darauf bin ich auf einer Familienfeier. Da bin ich komplett von Freitag bis Sonntag weg. Das heißt, da werde ich mal gucken, ob ich es schaffe, am Donnerstag zumindest einen Livestream zu machen. Das werde ich dann noch abstimmen lassen, welcher das ist. Und der andere wird sich dann wahrscheinlich auf die Woche drauf verschieben. Aber so ist es halt, ne? Man kann es nicht immer ändern. Ja, genau. Die Twitter-Ankündigung kommt normalerweise auch. Diese Woche habe ich, oder für den Livestream jetzt gerade, habe ich keine Twitter-Ankündigung gemacht. Fällt mir gerade ein. Weil ich es vergessen habe. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? So. Gut, das Manöver sieht ganz gut aus. Der Anflug auf den Moon eigentlich auch soweit. Wie gesagt, wir haben genug Sprit für kleinere Korrekturen. Und wir müssen dann halt mal noch gucken, was uns alles noch fehlt in der Raumstation nachher. Das können wir noch anbauen. Ja, und bei den Temperaturen geht so ein Bier ganz schön schnell alle, merke ich gerade. Ich hätte mir vielleicht noch so eine Literflasche Wasser mitnehmen sollen. So. Jetzt aber. Es dreht sich ein bisschen zäh, aber es geht. Was hat er? 200 und ein bisschen. Ah, guck mal, 72 Kilometer Höhe. Das passt doch. Das passt doch. Und wir kommen sogar ziemlich gut auf dem Äquator rein. Sehr schön. So viel zu diesem Thema. Wir warten jetzt mal mit der Abkopplung des Satelliten noch, bis wieder Sonne da ist. Weil ich habe keinen Bock, dass der Satellit direkt irgendwie empty geht. Weil wegen Dunkel und so. Der hat zwar Batterien dran, aber ihr kennt ja mein Glück. Ein Knopf, um ein IT-Stewardess zu rufen. Damit meinst du sicherlich dann wahrscheinlich meine Frau, die das wahrscheinlich überhaupt nicht witzig findet. Schatz, falls du das hier siehst, würde ich niemals tun. Das ist irgendwie herabwürdigend. Das hat Mordzahn gesagt. Nee. So, ab in die Sonne. Sehr schön. Und jetzt können wir unseren Satelliten aussetzen. Ich nutze mal diese ganz hervorragende Aim-Camera-Dingsbums-Sache.
Da sind mir gerade noch ein paar mehr Solarpanels aufgefallen. Solarpanels aufgefallen, meine Güte. Die ich nicht auf der Action Group habe. So. Zack. Gut, dann die Antenne raus. Und die Kappel. Oh, das ist nicht so gut, ne? Ach, das muss ich wahrscheinlich mal irgendwie mit dem Ingenieur abbauen oder sowas. Gut, Antrieb aus, Antrieb Zügel, Antrieb ganz. Ach so, ja. Genau, die Tanks hatte ich noch gesperrt. Selber ausgetrickst. Antrieb ganz kleines bisschen zünden. So. Gut. Jetzt Manöverplanung für Freund Satellit. Freund Satellit kann eigentlich jetzt direkt mal hier kurz bevor wir oder in ein paar Minuten, das ist ein bisschen sehr kurzfristig. Ja. In 4 Minuten ein kleines Manöver durchführen. Das da wäre, sich in einen Solarorbit, Polarorbit. Meine Güte, die Hitze tötet meine Gehirnzellen ganz offensichtlich ab. Und als erstes scheint das Sprachzentrum auszufallen. So. Zack. Hundertfünfzig, ne, war die ideale Höhe für diesen Scanner, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ein bisschen noch. Ups. So. Das lassen wir gelten. So. Sehr schön. Schöner Polarüberflug von unserem kleinen Satelliten. 10 Sekunden Zündung. Da hinten entfernt sich langsam unser Stationskern, der 30 Tonnen wiegt. Ja, am Modular arbeite ich noch. Okay, wir kommen auch gut frei dadurch. Also da passiert nichts Schlimmes. Und dann bin ich mal gespannt, was wir für Ressourcen auf dem Mond finden. Also spoilert mich bitte nicht, alle von euch, die das schon mal gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Also was ich spannend fände, wäre auf jeden Fall Gypsum zu finden. Also das wäre das Erste. Gypsum, weil man, soweit ich das gesehen habe, in den Produktionsketten, daraus macht man Dünger, also Fertilizer. Dann fände ich noch spannend, irgendwie Uranium oder so zu finden für die Reaktoren, weil damit könnte man sich stromtechnisch natürlich unabhängig machen. Was fände ich noch spannend? Ich glaube, Carbonite wäre natürlich witzig für diese speziellen Antriebe, aber im Prinzip reicht mir auch irgendwas anderes, aus dem ich mit irgendeinem Konverter Zeug machen kann. Ja, also im Prinzip, ich glaube, am spannendsten fände ich tatsächlich jetzt erstmal, ob es Gypsum, also Gypsum ist, was ist denn das, Lehm? Ist das Lehm? Ja, ne? Aber halte ich für unwahrscheinlich auf dem Mond, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt, was es gibt. Aber dafür haben wir jetzt gleich den Ressourcenscanner vor Ort, um uns das dann anzugucken. So, und ich habe jetzt mal genug fabuliert, was man da alles finden kann. Jetzt machen wir mal den Zeitraffer an und holen uns das Manöver rein. Ja, auf jeden Fall wäre es schön, Zeug zu finden für eine möglichst autonome Kolonie. Das ist ja der Sinn dieser Karriere hier. Da verschwindet unsere Raumstation. Oder wir verschwinden. Das kann man jetzt so und so werden. So. Damit haben wir das. Dann gibt es hier ein neues Manöver zum Einbremsen. Ich mache das jetzt nur schon mal, damit
ich das in die Alarmglocke schmeißen kann. So. Zack. Add. Sehr schön. Und dann können wir. Ne, hier können wir nicht mehr switchen, ne? Können wir vielleicht hier noch switchen? Switch. So, und das. Ich glaube, die Raumstation parken wir auf dem Äquatorialorbit, wenn die Mission jetzt nichts komplett anderes sagt. Ach, und guck mal, das Ding ist auch weg, das Teil. Sehr schön. Oh, die Mission sagt. Ist ihr wahrscheinlich egal. Below 60.000 Meter, okay. Okay, also das ist die Anforderung. Er will unter 60 Kilometer sein. Das können wir ihm, glaube ich, erfüllen. Und auch die Korrektur machen wir jetzt, glaube ich, schon mal. Zack. Aber jetzt kostet es gerade so herrlich wenig Treibstoff, aber es ist auch nur eine minimale Korrektur. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal so 50 Kilometer Höhe. Da kann man dann mit dem Feldstecher schon ein bisschen runter gucken. Gut, also ganz kleine Korrektur für unsere Raumstation oder für den Raumstationskern. Joa, dann können wir da noch ein paar Teile anbauen. Was fehlt uns denn eigentlich noch? Also, es muss vier Kurbels haben. One of the following Power Generators, also wahrscheinlich Solarpanels haben wir schon. Science Lab, Vessel Type Station, das müssen wir gleich noch einstellen. Ach so, das war's schon. Okay, ich glaube, wir erfüllen dann sogar alles schon relativ instant. Nur den Vessel Type müssen wir noch einstellen. Ach so, wir könnten dann auch gleich noch den Namen entsprechend ändern. Ach komm, jetzt dreh dich weiter, bitte. Machen wir gleich. Jetzt mach ich erstmal das Manöver. Eins nach dem anderen. The Long Journey Home sagt mir jetzt gar nichts, der Zersiedler. Morgen soll es noch wärmer werden. Das ist ja nicht so schön. Aber morgen muss ich nicht livestreamen. Das ist nicht ganz so schlimm. Da muss ich hier nicht unterm Dach sitzen. Das macht es ein bisschen angenehmer. Draußen im Garten ist es nämlich eigentlich ganz schön. Ich habe vorhin ein bisschen gegrillt. Das ist ganz angenehm. Wenn man nicht in der prallen Sonne sitzt, lässt sich aushalten. Sommer. Danke für die 3 Tage, die uns Norddeutschen zugestanden werden. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Und ich will mich auch gar nicht beschweren, dass es warm ist. Wird schnell genug wieder blöd. Und stürmisch und Regen und Schnee wahrscheinlich und sowas. So, reicht uns das? Ah ja, reicht uns locker, ist schon viel zu viel. So. Wieso wird bei der Cupola kein Häkchen angezeigt? Weiß ich nicht, weil es optional ist. Ist uns also auch letzten Endes egal. Ist eh optional. Vielleicht wollte er eine andere Cupola haben und das ist nicht die Cupola, die er gemeint hat. Vielleicht wollte er die Cupola-Cupola oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wie gesagt, das optional ist, es wird uns nicht stören. Und wenn nicht, haben wir ja noch genug Stellen, an die wir weitere Dinge andocken können. Von daher, alles gut. So, dann haben wir hier auch ein Bremsmanöver vor uns. Nämlich da so. Fast getroffen. Schupp. In einen. Das wird ein bisschen viel sonst. 40 zu 44, ja. Orbit. Und auch den packen wir in die Alarmglocke rein, dass da keine Unfälle passieren. So. Und dann benennen wir das Ding jetzt mal noch um, weil das ist jetzt definitiv nicht mehr der Ressourcenscanner, sondern das hier ist die Moon Space Station. Zack. Gut. Steht da nicht, ne? Add H. Besser. So. Da die als nächstes dran ist, machen wir den Zeitraffer auch direkt mal dahin. Ja, wahrscheinlich hätten wir die Ecke nehmen müssen. Das ist immer die, die man nicht mitnimmt. Aber es ist egal. Das ist optional. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch am Mond
unsere Bremsung vollziehen und ist das er? Achso, der Ressourcenscanner. Und dann war es das eigentlich schon, weil ich nehme mal an, dann, aber wenn wir richtig Glück haben, gibt es dann natürlich als Folgeauftrag die Besatzung herzubringen. Das wäre auch ziemlich cool. So, Burn ist für 26 Sekunden angesetzt. Gut, schaut er mal. Da drehen wir das Ding. In unsere Manöverrichtung. Ja, das hat doch alles recht reibungslos funktioniert. Also, das ist ja. Ich bin ja richtig tiefenentspannt mittlerweile von dieser Folge. Bin ein bisschen geschockt, dass das hier alles so einfach funktioniert. Ich mache schon mal ein bisschen das Licht an. Das sieht einfach ein bisschen fröhlicher aus, wenn schon irgendwas leuchtet. Apropos Leuchten. Das machen wir dann fürs Docking-Manöver. So, unsere Mondraumstation ist vorbereitet und kann jetzt in ihren Orbit gebremst werden. Schwupp. Das machen wir jetzt auch. Und da verließen sie uns. Da war jetzt empty. Also gehen wir auf unsere letzte. Hä? Hallo? Unsere letzte verfügbare Stufe, die allerdings dafür noch locker genug Delta V hat. Dauert jetzt halt nur ein bisschen länger. Der können wir nochmal fast nach Kerbin zurückkehren. Mit der können wir sogar nach Kerbin zurückkehren. Ja, die lassen wir erstmal noch dran. Das ist ja ein netter Treibstoff für irgendwas anderes. Wenn man irgendwas andockt. Und wenn der Treibstoff irgendwann verbraucht ist, können wir den Docking-Node da freimachen. Aber solange der noch gut ist, aufheben. Einfach aufheben, würde ich sagen. So. Noch wenige Meter. Kilometer, zugegebenermaßen. Aber davon nicht mehr allzu viele. Dann haben wir den Auftrag hier abgehakt. Und sind einen nächsten weiteren großen Schritt in Richtung Besiedlung des Mondes vorgedrungen. Und da ist der Auftrag auch erledigt. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wir haben gemacht Raumstation und dafür 650.000 Credits, Funds, was auch immer erhalten. Sehr schön. Unsere Raumstation steht bereit. Ich nehme an, der Vertrag ist jetzt unten auch schon gespawnt. Aber was wir jetzt mal noch schnell machen, ist in einer Stunde den hier einbremsen, damit er seinen Scan beginnen kann. Wo der Schrott jetzt wohl landet? Theoretisch, der war in der Mondumlaufbahn. Der wird in der Mondumlaufbahn bleiben. Also ich werde ihm noch einen kleinen Schubs gegeben haben, wahrscheinlich mit dem Triebwerk. Da wird er jetzt für immer treiben dürfen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und der Vasco-Fiasco ist ein neuer Carbonaut und Follower damit. Und ich sag vielen Dank. Willkommen bei den Verrückten mit den Raumschiffen. So, apropos Verrückte mit Raumschiffen. Dieses Raumschiff macht jetzt auch mal seinen ganz verrückten Anflug. Und ich bereite die Bremsung dann vor. Und dann bin ich mal gespannt. Musste man groß warten? Ich glaube, das ging relativ schnell mit diesen Ressourcenscannern, ne? Für so ISRU-Ressourcenzeugs. Es war ziemlich instant, wenn man erstmal den Scanner in place hat, wenn ich mich recht entsinne. So, zack. 224 Delta V haben wir auch locker. Ich glaube, der Burn wird auch nicht eine Minute irgendwas dauern, sondern eher ein paar Sekunden. Nee, den habe ich nicht ganz runtergebremst, weil ich habe ja ein Bremsmanöver geflogen und ich gebe ja den gegenteiligen Schub auf das Teil, was wegfliegt. Also wenn ich mein Bremsmanöver brenne, gebe ich ja Schub nach hinten raus und der beschleunigt das Trümmerteil, was da liegt, ja in die andere Richtung weg. Also habe ich logischerweise den Tank beschleunigt und nicht gebremst. This is how it works. Okay. 10 Sekunden. Brenndauer ist nicht besonders lange.
Unser kleiner Satellit bremst sich in die Umlaufbahn ein. Und ist jetzt... Ich habe ihn nicht runtergebremst. Definitiv nicht. So. Gut. Zack. Gut, dann. Scanner Marsch, oder? Ich bin mal gespannt, stromtechnisch, ob das funktioniert. Da. Was? Eine neue Ressource has been resource load. Loaded at moon. Toggle overlay. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, auf dem Weg nach Kerbin wird er nicht sein. Das glaube ich nicht. Er wird hier irgendwo rumspacen jetzt, der Schrott. Da ist er irgendwo, oder? Hier ist er. Ist ein etwas größerer Mondorbit, wie vermutet. Hat ihn ein bisschen rausgeschoben, aber nichts Wildes. Das dritte von oben. Perform Orbital Survey. Boah, das hat aber nur knapp gereicht mit dem Strom. Nee, aber ich will ja kein Orbital. Ich will ja... Ich will doch... Big Map. So. Kann man hier irgendwie jetzt sich Ressourcen angucken, Freunde? Kann man sich irgendwo Ressourcen angucken? Jetzt Toggle Overlay. Aber hier nicht, ne? Oder? Flags, Asteroids, Legend. Resources. Nichts, oder? Muss ich jetzt alle einzeln anklicken? Dreck. Konnten wir wenigstens Dreck finden? Das ist doch der Mond hier. Exotische Mineralien. Hier ist aber nicht so wirklich viel, ne? Gipsum. Gipsum will ich haben. Und... Kein Gipsum. Aber gut, bisher ist hier noch gar nichts, ne? Hydrate. Aber wofür ist diese Übersicht, wenn mir hier nichts angezeigt wird? Ich meine, hier gibt es ja den Knopf. Ich würde ja gerne hier auch was sehen. Ich habe doch so eine tolle Karte. Ach ja. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass das mit dem... Ein der Infobuttons, normale Map. Ja, normale Map. Zack. Focus Moon. Ja. Zack. Okay, es gibt Gipsum. Ich sehe es noch nicht. Ah. Aha. So kann man das machen. Haha, es gibt Gipsum. Okay, jetzt haben wir das. Okay, das heißt, es gibt für die Scansatzsachen nochmal einen eigenen Scanner. Ich verstehe. Wow, hier gibt es alles Mögliche. Vor allen Dingen gibt es ganz viel Aluminium scheinbar. Cut-off hochsetzen. Das heißt, wahrscheinlich die Genauigkeit ist besser, oder...
Also nur wo 80% Borate gibt es quasi da. Was auch immer Borate sind. Dreck. Es gibt überraschend wenig Dreck auf dem Mond. Doch 25%, aber halt zu sehr verteilt. Exotische Mineralien. Gibt es irgendwo ein tolles Gypsum-Vorkommen? Nö. Okay. Ah, guck mal. Also, wenn ich das richtig sehe, ist das stärkste Gypsum-Vorkommen, was wir haben, mitten hier drin. In diesem Krater. Wartet. Diesem Krater. So. Sehr schön. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh, da gibt es auch noch irgendwelche Hydrate. Carbonit gibt es auch einiges. Und es gibt es scheinbar auch... Ja gut, nicht so hoch konzentriert, aber es gibt es auch in dem Krater. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Am Kraterrand gibt es Metallic Ore. Okay, Aluminium gibt es hier nicht. Borate. In geringer Dosierung gibt es die aber auch. Gut, es ist kein Dreck da, das freut die Kerbels sicherlich. Exotische Mineralien leider nicht so wirklich. Auch nicht in niedriger Dosierung. Fluorite. Gut, gibt es allgemein nicht so viel. Hä? Ach, da drüben. Okay. Aber ich glaube, der Krater sieht gar nicht so schlecht aus für ein erstes Landeunternehmen. Weil wir haben da tatsächlich, wenn ich es richtig sehe, die höchste Konzentration an Gypsum und ein paar andere Sachen in der Nähe zumindest. Mineralien, jawohl. Monazite, was immer das ist, egal. Ohr. Okay, Ohr gibt es leider. Doch, gibt es auch. Rare Metals, da können wir noch eine kleine Goldkette mit nach Hause bringen. Regolithgestein gibt es auch. Salzwasser gibt es auch, okay. Silikate in der Nähe. Das ist gar keine schlechte Stelle, der Krater. Wo haben wir geparkt? Auf der anderen Seite. Okay. Alles klar, aber ich würde sagen, dann ist schon mal klar, wo unsere echte Basis dann hinkommt. Und ja, Mensch, cool, das ist gut. Also dann, das ist doch schon mal gut zu wissen, dass es überhaupt, also ich bin schon mal total erfreut, dass es Gypsum überhaupt gibt. Aber dass es dann auch noch in dem Krater liegt, in einer etwas höheren Konzentration als an so ziemlich jeder anderen Stelle auf dem Mond. Ist ganz praktisch. Okay, sehr schön. Also, diese Mission auch mehr oder weniger erfolgreich. Das heißt, wir können jetzt mal zurück. Und Sebi, ja, dann erstmal willkommen über Umwege vom YouTube-Kanal hierher gefunden. Und ja, um deine Frage zu beantworten, auch wenn sie gerade schon im Chat beantwortet worden ist, die Teile hier sind quasi der Livestream, aus dem die Hardcore-Colonization-Folgen, die du auf meinem Kanal findest, zusammengeschnitten oder auseinandergeschnitten worden sind. Das heißt, hier so ein durchschnittlicher 2 Stunden Livestream wird jetzt im Laufe der folgenden Woche in 4,5 Stunden Folgen auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das heißt, wenn du wissen willst, was bisher passiert ist bis hierhin, wo wir jetzt sind, also wir sind jetzt gerade am Mond und forschen nach Ressourcen, kannst du dir die Folgen auf dem YouTube-Kanal angucken und das ist exakt das, was bisher passiert ist, bis zu diesem Livestream. Und die neuen Folgen sind dann dieser Livestream. Genau. So, dann gehen wir mal ins Space Center zurück. Theoretisch sollte es jetzt einen Auftrag geben für eine Crew. Den werde ich, wenn dann, aber nur annehmen, weil ich muss ja die Crew dann noch ins Spiel rein editieren für die Leute, die sich zum Beispiel für die Crew der Mondstation gemeldet haben in der verlinkten Liste. Deshalb werden wir das heute definitiv nicht machen. Aber guck mal, da ist sie auch schon. Und ich nehme die jetzt mal an... Und gebe jetzt nochmal den unsubtilen Hinweis, dass in der nächsten Folge eine Crew zu dieser Station geschossen wird. Und Sebi, dann auch du willkommen als Kerbonaut.
Lass am besten auch gleich bei YouTube ein Abo da und der Spendenknopf ist weiter unten. Also du weißt ja, wo alles ist. Mach's dir einfach bequem. Was ich total reizvoll finde, jetzt mal bei von Sebi weg zu den Aufträgen. Ich finde das super cool, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich 14 Kerbals unterbringen soll, aber ich finde die Mission an sich, finde ich, hammermäßig. Das ist total gut. Ein Space Camp, wo man einfach Astronauten ausbildet. Warum sagt mir keiner, dass es so coole, abgefahrene Aufträge in dem Dings gibt? So, was machen wir denn jetzt vor lauter Elend noch? Crew-Biom-Scan läuft. Wir könnten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Halbe Stunde noch. Wir könnten den Touristen in Richtung Mond vorbereiten.